Das nenne ich mal einen Balkon. Kommt eh kein Mensch hoch, aber egal. So, dann fliegen wir mal direkt ins neue Storygebiet. Ja, was denn er? Der Oolong. Bling heißt doch Gegner, oder? Warum ist der hier? Der Bling. Oh, da wollte ich gar nicht hin. Da rein. So. Golderz, cool. Alles fangen, was geht, Freunde. Das werden wir 100 pro irgendwann. Werde ich das brauchen, das weiß ich jetzt halt schon. So. Genau. Alles einsammeln. Da hinten ist noch irgendwas. Und da ist noch irgendwo Erz. Ah, da komme ich noch nicht rein, gell? Das ist hier irgendwo. Stufe 60. Sag mal, wann ist man denn hier Stufe 60? Ich spiele das durch mit Level 15, Mann. Weil ich ein Saiyajin bin. So, da jetzt... weg da. Jetzt klauen wir denen noch alles. Die Ernte klauen ist immer gut. Hui! Immerhin habe ich die Erde gerettet. Da darf ich auch was klauen. So, wo ist jetzt der Typ, von dem ich das Rezept brauche? Bist du das? Good day. Nein. Bist du? Ah, da. Hallo? Gute Frau? Hello? Mann, geholfen, weißt du, wenn ich gerade im Wolfmodus oder weiß angefangen habe, rettet sie mich. Was? Hm. Mama? Oh Gott, was für eine Lache. No problem. Naja, getan, natürlich, etwas hier. Sie schreibt es sogar auf. Also, die können schreiben. Bitteschön. Fleischgangrezept. Yeah! What? Yeah! okay! Hä? Ich habe gar keine Zutaten bekommen. Ich habe doch nur Kochrezepte bekommen. Sprich mit ihr. Das nehmen wir mit! Papa! Oh. Was? Bleib halt stehen! Mein Gott! Anstrengender Junge! Den Wirbel würde ich... Ach so, der... Geht in die Richtung, okay. Aber der führt mich jetzt nicht wieder den ganzen Weg. Doch. Volle Möhre! So, Hallo? Blau ist gut. Ich brauche Blau. Oh, das war's, okay. Vom Blau habe ich nämlich am wenigsten.
Dann haben wir das auch ein bisschen noch. Okay. Ab nach Hause. Mama, I'm here. Das nehmen wir noch schnell mit. So, Level 20 werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Glaube ich jetzt mal. Deswegen gehen wir mal da rein jetzt. Komm. Man muss immer was vorwärts gehen hier. Ja. Being away from home, training for so long was tough. I really miss this place. Er hat gar nicht trainiert. Ein komplettes Menü kochen. Fleischgang. Effektdauer 10 Minuten. Statusboost. Aha. Ja. EP kriege ich sogar auch. Oh, lecker. Alles klar. Plus 1 KI, plus 10 auf Nahkampfangriff. Aber eins davon ist nur zeitlich bedingt. You know, now that you're doing better, Gohan, you should really go see Master Roshi. I'm sure he's been worried sick about you. Right. I'll go pay him a visit then. You've had it rough for a long time now, so feel free to take it easy. Will do. Thanks, Mom. Once you're finished, you come straight back here. You hear me? You've got studying to do, young man. Right. Yeah. Dann los. I need to let everyone at Kame House know I'm all right. So, hier ist sonst nichts mehr drin. Okay, ich bin auf jeden Fall geboostet, das ist schön und gut. Was sagt jetzt meine EP-Anzeige so? 22.000, oh, ist das viel. Oh Mann. Also trainieren ist halt da nicht so toll, um ehrlich zu sein. Hey! Hey! Ah, wer weiß, wann Vegeta wiederkommt. Das wollte ich dann wieder mit einem Training weiter zu machen. Thank you so much! Later! Ein neues Menü wurde zum Trainingsgelände hinzugefügt. Was? Menü das? Hello! Wait, I know this voice. Hello, can you hear me? Yes, I can hear you. This is King Kai, right? That's right. Listen up, Goku kid. I sense a great evil near you. Be on your guard. Okay, I'll be careful. King Kai was right. I'm sensing some evil energy nearby. Wie an dem das böse KI gespürt hast. Warum? Der soll das nicht immer machen. Das ist richtig nervig. Und dann, wenn er es machen soll, macht das nicht. Wo kommt das? Ich frag gar nicht nach, wo das Erz jetzt herkam. Super Masenko. Ja, aber die. Hä, was denn für ein neues Menü? Ich glaube, Leute, die schaffe ich nicht. Boah, die sind bestimmt übel. Vielleicht kriege ich zumindest noch... Aber ich bin gestärkt, also wenn nicht jetzt, wann dann? Scheißegal, komm. Knall mal weg den Dreck. Beam Cannon!
tournament? Ja. Come on! Mach doch, Alter! Okay, einer weg. Jetzt wird's ein bisschen leichter. Dachte ich. Hey. Ich bin mal nach oben geflogen. Geil. Okay. Schnell gucken. Wegen hier, weißt du Bescheid, wa? Erstmal Skillbaum.
Oh. Hä, war da nicht vorhin was mit... Ach so, das hat der einfach gelernt. Okay. So, und was geht hier so? Super Masenko. Das kommt natürlich hier hin. Weil, ist ja klar! Los! So. Ist das auch erledigt? Schön. Wo ist das böse KI? Hier ist böses KI. So, wollen wir uns den annehmen? Irgendwo Rauchschwaden? Da hinten? Brauche jetzt... Dann Nam. Den nehmen wir natürlich noch schnell mit. Greetings. Einfach der Vorwärter geführt, dass er 30 Euro meine Stärke zu. Ja, Chui in der Gegend lebt, dann kämpft er mal Weltgewinner gegen ihn antreten. Aha. Das ist mir gerade Sacke Latte! I think I can handle this. Nicht nett. Wo ist das Feuer? Hallo? So. Schnell Leben auffüllen. Hoppala. Und jetzt statten wir der bösen KI einen Besuch ab. Sofern Gohan es vom Fliegen her möchte. Hallo, böse KI. Voll neigeschlittert. Yeah! It's a monster! What the hell is that thing? It's floating! Wow, go hard, bam, Alter. Don't worry about me. You need to get to safety. Kein Problem für mich, das sind Cybermanzen. Bam, 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 Pflanzenmänner. Felt energy this wicked before. I'd better be careful. No! Aua, hey! Step by step! Und weg mit dir! Looks like I beat them! Klar, was hast du denn gedacht? 1392. Oha. Superkugel erhalten. Hey! Gohan, yo! Okay. Ja, schön und gut, ja. Super-Berserker-Gegner finden sich jetzt überall auf der Welt. In jedem Bereich findest du mehrere Super-Berserker-Gegner. Aha, du kannst auf der Nase sehen, wo du Super-Berserker. Begib dich auf der Weltkarte hierhin, Kamei House. Also, hier gibt's wohl keinen Super-Berserker mehr. Jetzt hat man schon Berserker, jetzt gibt's schon Super-Berserker. Aber zum Spaßen sind die ja nicht. Die Berserker waren ja schon... Level 34 oder so. Kann mir vorstellen, dass das mit denen hier Super Berserker
nicht einfacher wird. Sagen wir es mal so. Wo muss ich hin? Kamehaus, gell? Gehen wir auch gleich hin. Ich will nur schnell hier durch. Weil blau. Und blau habe ich am wenigsten von allen. Oh. Okay. Weltkarte. Rauszoomen. Südöstlicher Inselbereich. Yeah! Westlicher Bereich. Westlicher Waldbereich. Gottes Versteckgebiet. Aha. Da kann ich jetzt einfach hin. Natürlich erkunde ich das. Na klar. Ist ja vollkommen logisch. Okay. So, also hier ist Gottes Versteck, Ladies and Gentlemen. Wir haben auch direkt einen Karteneintrag erhalten. There's a lot of power in this. How's that sound? Dass deine Suche gut läuft, okay. Das, ich glaube, hier gibt's nicht mehr. Hello. Die versteckt zu wachen, deshalb kann ich den Planeten nicht vertrauen. Hey. Also auch ohne. Stoffpuppe Shenlong. Oh, vielen herzlichen Dank. Mr. Bobo wurde aktualisiert. Da schauen wir mal schnell nach. Ich wüsste jetzt nicht, was da aktualisiert werden sollte. Manchmal stehen da tatsächlich kleine Geheimnisse drin. Wie das mit Nappa und seiner Glatze. Er ist ein kleiner, rundlicher Gestalt. Oder da ist die Smalltalk ab. Jetzt ist mal schwer zu sagen, was er gerade denkt. Wächter als Hausmeister abschließen. So, Welt. Dann müsste er hier auch irgendwo, genau, eins von zwei. Das Bio-Cyborg-Unhold. Genau, da kommt dann wahrscheinlich der Dingraum dazu. Der Raum von Geist und Zeit. Gut, schön. Capsule-Kooperation. Mann, gibt's da viel. Ja. Gehen wir mal Meister Quitte auch besuchen. Alles mal ein bisschen abklappern, bevor wir hier dann einen Namek abhauen, wisst ihr? Und dann bin ich ja nicht mehr auf der Erde. Da ist sogar eine Erinnerung. Da sieht man einer. Dem er gegen den Mondkönig Piccolo verloren hat, steigt der starke Schwächte. So Goku mit Yashirobis Hilfe erneut den Meister Quitte-Turm hinauf. Meister Quitte lässt Son Goku eine Sensebohne essen, die ihn sofort wieder kampfbereit macht. Entschlossen erneut gegen den Mondkönig Piccolo anzutreten, bittet Son Goku Meister Quitte ihn zu trainieren. Yeah! Ich habe eine Belohnung freigeschaltet. Wenn eine Lebensbedrohung kann man den anderen. Leider sind sie nicht immer bereit, wenn man sie braucht. Das heißt, wir sind bereit. Ultra Heillimonade! Wie fett der Kass! Hüppa! Da oben geht's zu Gott! Hier hingehen, ja. Heiliger Quittenwald. Ah, die Belohnung darf ich nicht vergessen. Aber das ist jetzt wahrscheinlich nur so ein Wald, da kann jetzt wieder ein bisschen rumfliegen und so, deswegen, da werde ich mich nicht lange aufhalten, gell? Schau mal, vielleicht gibt's aber auch eine Nebenmission. Muss man ja immer gucken. Ah, das ist der Indianer-Bana. Okay, hier gibt's jetzt nicht so viel. Hauptsächlich Wald. I think I can handle this. Chill mal. Ich möchte zu Uranai Baba. Wo ist sie denn? Die war doch hier irgendwo. Ich hab doch ihren Schriftzug gesehen. Rede doch mal was, Oma. Der muss das Land beschützen. I think I can handle this. Ein Stufe 15 Kaishin.
Das kann ich sogar öffnen. Yeah! Wo war denn das? Ich hab's übersehen. I think I can handle this. Hier, oder? Yeah, got it! Kaputt, Mann! Hoppa, und jetzt hat, wo ist jetzt denn die scheiß Oma? Wie die mir auf den Zeiger geht. Hä? Ach da. I think I can handle this. Here I go. Okay. Gar nicht aufdringlich. So, wo ist jetzt die Oma? Mei. Ich komme einfach nicht hin zur Oma, Edzard. Komm, sag mir, was abgeht. Ab und zu in Erinnerung zu schwelgen, na klar. Dann hast du auch genug Geld. So, gibt's hier noch einen Erinnerungsort? Ja. Alles mitnehmen. So, kurz gucken. Sind auch wirklich zwei? Ja. Hast du noch einen für mich? Hab wohl genug Erinnerungen. Damit ist mein Gehirn sonst überfordert. Verstehe ich schon, dass sie hier den kleinen Gohan jetzt nicht fertig machen will. Hoppa! Mann, da liegt überall was rum. Das ist unfassbar. Inklusive Feinde. Da! So, jetzt markieren wir uns die da mal. Noch ein Viech da. Also hier liegt ja auch gar nicht so viel rum. Ich könnte hier durchaus das alles schnell erfarmen, wenn ich das jetzt so richtig analysiert habe. Er muss mehr über KI in Erfahrung bringen. I think I can handle this. Wo auch immer er sich so rumtreibt. Feinde? Wo? I think I can handle this. Stufe 20 habe ich nicht. Da waren doch gerade noch Feinde. I think I can handle this. Hey there! Immer wieder spricht auf Wissenschaft nutzen. Ich habe ja jede Menge da, wenn ich die Kommandanten. Yep. Gripsbrot, okay. Macht einem wohl schlauer. Hui! Die werden einfach eliminiert. Was ist das? Ah, Erinnerung. Bora und sein Sohn Upa leben im heiligen Quittenwald und haben die Aufgabe, ihn zu beschützen. Der stirbt leider. Eines Tages finden sie einen Dragon Ball, werden jedoch von der Red Dream Army angegriffen, die ihn an sich nehmen will. Bora kann gegen den Bösewicht bestehen, die Armee nimmt Upa jedoch als Geisel. Suche nach den Dragon Balls ist, trifft zufällig einen Gegner namens Upa. Ich weiß nicht, was ich da lese. Wurde aktualisiert. Freundlich von dir. So, da ist noch was mit Apfel. Voila.
Wo ist er denn jetzt? Da. Da sind auch nochmal Äpfel. Oh, das dann nehmen wir mit. Die Medaille wahrscheinlich. Jawohl. Da ist Yachirobi. Kann ich auch immer brauchen. Gohan! So, hier haben sie sich alle versammelt. Hey! Ja, geil, der Fisch. Donut! So, was ist hier so los? Wasser? So. Oh. So, zum Fliegen gibt es ja gar nicht so viel. Um genau zu sein. Nähern wir uns mal ihm. Noch ein bisschen sammeln. Sure is quiet around here. Ey, was hier so abgeht. I think I might be hungry. Er kommt mit dem Einsammeln gar nicht mehr hinterher. Hier ist eine Erinnerung, die nehmen wir auch mit. Bora wird skrupellos von Tao Bai Bai um... Ah, genau, Tao Bai Bai, der Kopfgeldjäger. Einem von der Ritchie Mami angeheuerten Profi-Attentäter. Und um es sonst zu machen, steht Tao Bai Bai auch noch Son Gokus Dragon Balls. Obwohl er verloren hat, er konnte Son Goku dank des 4-Sterne-Dragon Balls, den er immer noch bei sich trug und der tödlichen Schlag absorbierte, den Tod entgehen. Der Kampf war nicht schlecht. Da er Bora wiederbeleben und die gestohlenen Dragon Balls zurückholen möchte, begibt sich Son Goku zum Meister Quitteturm. Er hofft dort Zugang zum heiligen Wasser zu erhalten und seine Stärke mehrfach zu erhöhen. Also beginnt er seinen Aufstieg, den bislang aufgrund mangelnder Kraft noch niemand bewältigen konnte. Oh, so viel Text. Hallo? Welcome. Hey. Bestienfleisch. Yeah! Was wird aber alles abgesäbt hier? Klar, wird alles eingesammelt. So, was fehlt denn hier jetzt eigentlich noch so? Da gibt's noch ganz viel zu sammeln. Da ist ein Trainingsplatz. Aber das ist ja im Grunde genommen das Wichtigste, habe ich ja schon jetzt, gell? Also könnte ich ja eigentlich dieses Land auch verlassen. Machen wir jetzt auch gleich, bevor jetzt hier viel zu viel Zeit vergeht. Aber es ist gut zu wissen, dass ich im Quittenwald... Moment! Ah, eins wollte ich noch machen. Da... Nein, das ist... Ich muss Pilafs Blase finden. Nein. Der war doch da bei dem See irgendwo, oder? Pilafs Blase. Ich glaube, ich habe sie gerade gesehen. Das kann ich. Deswegen, weil... Da gibt es immer irgendwas bei dem. Da. Ui, oh, ist das cool. So, wo ist dein Schatz, den du hier irgendwo versteckst? Hey. Das ist der Schatzfutsch, wo der durchfällt unter dem Bogen. Ja, ich erinnere mich noch. Aha. Das da, oder was? Eine D-Medaille, das ist der Schatz. Nicht dein Ernst. Also, Pillard! Die Medaillen habe ich ja massenweise. Das Tolle ist, ich habe fast das ganze Gebiet schon abgegrast jetzt. Gibt's da noch irgendwas? Nee, da bin ich schon durchgeflogen, ja.
Okay, dann das da noch. So. Auf zur Weltkarte.